Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Wir werden hier nochmal gucken. Wir wollten hier nochmal ein Vivarium einbauen. So. So. Dann müssen wir noch mal in den Tierhandel gehen. Gehen wir mal in den Varienhandel hier. Was haben wir denn hier Schickes? Kröten, bla, blub, solche. Nehmen wir die beiden an, so. Dann gucken wir hier mal rein. Layout, okay. Feuchtigkeit. So, und schon fühlen die sich wohl. So schnell kann es gehen. So, war schon jetzt abgeschlossen, ja. Forschen wir mal an allen Tieren hier weiter. Man merkt sofort, dass du dich um diesen Giftmüll gekümmert hast. Die Luft schmeckt gar nicht mehr nach Batterien. Ja, der Zoo nimmt generell langsam Form an. Die Besucher scheinen zufrieden zu sein und, was am besten ist, fast keiner von ihnen hat nach dem Besuch irgendwelche Atemwegserkrankungen entwickelt. Apropos Krankheit, die armen Tiere strotzen jetzt ja nur noch so vor Gesundheit. Gut, dass wir sie alle gerettet und in den Zoo gebracht haben, hm? Schließlich wollen wir wirklich nicht, dass die Leute Tiere außerhalb des Zoos kostenlos sehen können. Oh, und noch was. Jetzt, da der Zoo zum größten Teil sauber ist, werde ich arrangieren, dass uns Lin Lin vom anderen Zoo besucht. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Mach dir jetzt darum noch keine Sorgen. Sorge dich lieber um alles andere. Jo, mach ich. Mindestens 8 Tierarten. Ein schwebende Gondeltransportfahrgeschäft. Und 600 Leute. 8 Tierarten im Gehegen. Und das auf diesem Gelände. Ah, Forschungszentrum. Ich baue hier noch mal welche hin. So. So, dann gucken wir doch mal in den Tierhandel. Was gibt's denn hier Schönes? Strauß. Nehmen wir 2 Sträuße. Chinesisches Schuppentier nehmen wir auch.
Dann nehmen wir Grizzly Bear. Nehmen wir noch Grizzly Bear. Dann haben wir erstmal drei Tierarten. Tiere. Fangen wir mal an mit dem Grizzly. Grizzly Bear. Grizzly Bear. Voraussetzungen. Schutzgrad 4 über 2 Meter. So, machen wir das jetzt erstmal überall hoch. Da sind wir jetzt über 2 Meter. Da auch. So. So. Und so. Und jetzt ein Tiereingang. Oder ein Gehegeeingang besser. Okay, der ist nicht so gut hier. So, und jetzt kriegen wir die Bären hier rein. Aufbewahrung, Grizzlybären, 2 Stück. Zoo senden, hier hin. Und dann gucken wir mal. Gehege gucken wir uns gleich an. Einrichtungen. So, und die Spendenbuchse. So, dann schauen wir mal. Wenn die hier sind, ob das Gehege reicht für 2 Bären. Ich hoffe mal ja. Ich fürchte aber nein. So, da kommt er. Dann wollen wir mal gucken.
So, die brauchen mehr Sand. Nein, weniger Sand. Was mache ich denn da an Felsen? Bisschen Erde noch drüber hier so. Haben wir schon zu viel, jetzt brauchen wir Felsen wieder. So. Bepflanzung. Ich brauche Nordamerika, Taiga, gemäßigt Tundra. Taiga, gemäßigt und Tundra. Temperatur? Das Tier ist zu heiß. Was für eine Temperatur brauchen die denn? Minus 10 bis minus 28, na danke. Strom. So. So, die Temperatur wird besser. Stabiler Rückzugsort. Soll ich den denn hier noch reinkriegen? Und dann brauchen sie noch was zu futtern. Da müssen wir dann mal gucken. Irgendwie brauchen die doch noch was hier. Futtertablett. Futtertrog. Und nochmal ein Wassertrog. Und dann müssen wir nochmal eine Forschung einsetzen, ne? Was macht denn unsere Forschung hier bei den restlichen Tieren? Okay. Es läuft aber. Ja.
Forschung geht voran. Das ist schon mal gut. Ja, gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal an, ob wir eine Gondel bauen können oder ob wir noch mehr Gehege bauen. Dann würde ich jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.